2023 hat gerade erst angefangen und ihr habt Bock auf neuen Content in World of Warships? Dann seid ihr in diesem Video richtig. Wir schauen uns auf dem PTS Update 12.0 an. Die US-Schlachtschiff-Hybride, Luftschiff-Eskorte, Mondneujahr, eine neue Sammlung und viele Sachen mehr, die wir in diesem Video genauer beleuchten wollen. Moin Seekräuter, Wohnzimmerkapitäne, liebe Kanalmitglieder und liebe Community, herzlich willkommen zu unserer Ausblickfolge zum Update 12.0, welches voraussichtlich um den 19.01.2023 auf die Live-Server kommen wird. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr reingestartet, denn jetzt wird es wieder reichhaltig, was Wargame hier ins Spiel reinbringen will. Als erstes starten wir natürlich mit den Hybrid-Schlachtschiffen in World of Warships, denn die werden mit dem Update dann in den Vorabzugang gehen. Es wird Hybrid-Schlachtschiffe geben, quasi die Schiffe, die Hauptgeschütze sowie Flugzeuge haben. Und in dem Fall kommt jetzt T8 bis T10 rein. Das ist quasi so ein kleiner Unterbaum, gibt nur 3 neue Schiffe. Ja, und sie machen es so leider fast, kann man sagen, wie sie es in der Vergangenheit auch schon immer gemacht haben. Wir werden eine Kampfauftragsreihe haben, wir werden amerikanische Marken als Belohnung für diese Kampfauftragsreihe bekommen und mit diesen Marken in der Waffenkammer dann aufeinanderfolgende Pakete öffnen können. Mit dabei sind dann natürlich auch die Optiken, also die Tarnung für diese Schiffe. Es gibt permanente Bonuskarten und wenn wir die komplette Kampfauftragsreihe abschließen, dann wird es als Abschlussbelohnung die Freistatue als Kapitänin für World of Warships geben. So zu den Besonderheiten bei den Hybrid-Schlachtschiffen. Ich habe jetzt hier die Kearsage, das ist ein Premium-Schiff, was vor längerer Zeit schon in World of Warships reinkam. Das hat jetzt nichts direkt mit den Forschungsbaumschiffen zu tun, die jetzt in den Vorabzugang gehen. Wir haben ein relativ großes, behäbiges Schiff. Diese Schiffe zeichnen sich aus dadurch, dass sie Hauptbatterie sowie Flugzeuge dabei haben. Nicht ganz so viele Rohre bei der Louisiana wie bei der Montana, aber super heavy AP. Und die Flugzeuge, die hier bei den Forschungsbaumschiffen dann starten, tragen HE-Bomben. Das sind 6 Flugzeuge. Jedes Flugzeug trägt 2 Bomben aktuell. 7300 Alpha-Damage, 46% Brandwahrscheinlichkeit pro Bombe. Und 43 mm Penetration sorgt dafür, dass wir die Aufbauten, Bug und Achterdeck eigentlich bei jedem Schiff, auch auf T11, immer noch vernünftig penetrieren können. Bei dem Deck, da wird es dann ein bisschen schwieriger, weil da manche Nationen auch mehr als 43 mm Penetration eben haben. Das ist nur ganz grob umrissen. Details dazu folgen dann mal später hier bei uns auf dem Kanal, wo wir dann vielleicht mal ein Hybrid-Schlachtschiff ein bisschen ausführlicher vorstellen. Als nächstes möchte ich über einen neuen Gefechtsmodus berichten. Eigentlich kennen wir den schon, die Luftschiff-Eskorte war zuletzt im Update 0.11.1 mit dabei. Diesmal ist sie überarbeitet worden und jetzt im Update 12.0 mit am Start. Wir kennen schon, unverwundbares Luftschiff ist auf jeder Seite dann verfügbar. Das Ziel ist es, entweder alle gegnerischen Schiffe zu versenken oder mit dem eigenen Luftschiff vorher am Zielpunkt zu sein. In den Start 12 gegen 12, T8 bis T10 Schiffe sind erlaubt. 2 neue Karten sind dazugekommen, Norden und Zerklüftet. Die bestehenden Karten, die wir schon aus dem letzten Jahr eben kennen, die wurden überarbeitet. Die Route ist leicht verändert worden und solche ganzen Geschichten. Und sie haben die Geschwindigkeiten der Luftschiffe verändert. Wenn gar kein Schiff in unserem Bereich vom Zeppelin drin ist, dann fährt der 12 Knoten. Das haben wir jetzt auch als Geschwindigkeitsanzeige oben in der Übersicht drin. Finde ich sehr wichtig. Wir haben jetzt auch 2 verschiedene Bereiche. Einmal von unserem Zeppelin und einmal von dem gegnerischen Zeppelin. Sehen genau, welche Geschwindigkeiten da gerade gefahren werden und wie lange es noch dauert, bei der jetzigen Geschwindigkeit den Zielpunkt zu erreichen. Sobald wir dann mit einem Schiff in diesen Cap-Punkt, diesen bewegenden Cap-Punkt sozusagen reinfahren, beschleunigt unser Zeppelin dann auf 18 Knoten. Wir können aber sogar noch eine dritte Geschwindigkeit erreichen, nämlich 30 Knoten, was eine unheimliche Steigerung ist. In dem Moment, wo wir unter unserem Luftschiff in dem Cap-Point sind und das gegnerische Luftschiff verlangsamt mit einem anderen Schiff aus unserem Team, dann sind wir in der Situation, dass wir 30 Knoten als Bonus quasi mit dem Luftschiff fahren. Das gegnerische Luftschiff, was wir zu dem Zeitpunkt verlangsamen, das ist dann aber auch nur noch 6 Knoten unterwegs und so würde uns das halt mit unserem Luftschiff auch gehen, wenn ein Gegner in diesen fahrenden Cap-Bereich sozusagen unter dem Luftschiff reinfährt. Es wurden aber nicht nur die Karten und das Overlay angepasst, sondern es ist jetzt auch so, dass wir zusätzliche Creditpunkte und EP bekommen, wenn wir das zum Beispiel das gegnerische Luftschiff verlangsamen.
In Summe ist aus meiner Sicht zumindest das Gefechtsinterface jetzt deutlich übersichtlicher. Wir können besser und nachvollziehbarer einschätzen, wie schnell das Luftschiff ist, wie lange es noch dauert, bis es da ist. Also in der ganzen Geschichten. Und ja, wir können dann, wenn wir diesen Gefechtstyp spielen, besondere Errungenschaften wieder bekommen. Die kennen wir auch schon aus dem letzten Jahr. Und ja, Community-Marken für das Abschließen täglicher und wöchentlicher Kampfaufträge erhalten. Übrigens, bis zu 3 Spieler können in Division bei der Luftschiff-Eskorte mitfahren. Nun möchte ich euch das Mondneujahr 2023 vorstellen. Da hat sich Wargaming gedacht, wir bringen einen einzigartigen Kapitän ins Spiel, nämlich den Kapitän Sa Senbing. Das ist ein chinesischer Admiral und der hat eine wichtige Rolle bei der chinesischen Marine im Zeitalter der gepanzerten Dampfschiffe gespielt. Und jetzt kommt er eben ins Spiel und ist erhältlich für eine Sammlung, die wir vervollständigen dürfen. Die Sammlung umfasst 5 Abschnitte. Jeder Abschnitt hat 4 Elemente. Und wenn wir die einzelnen Abschnitte vervollständigen, erhalten wir jeweils einen Tag Premium-Spielzeit. Sobald eben die Sammlung komplett ist, dann eben den panasiatischen Kapitän. Die Sammlung, die können wir übrigens vervollständigen, indem wir normale Container-Ära des Sa Senbing erhalten und die bekommen wir durch das Abschließen von besonderen Kampfauftragsreihen und durch den Fortschritt im Gefechtspass. Die Sammlungselemente sind aber auch in Premium-Container enthalten, die wir dann in der Waffenkammer und im Premium-Laden kaufen können. Und ihr könnt mir gut vorstellen, dass in dem Premium-Container vielleicht dann auch noch andere Schiffe mit drin sein können, so eine Art Random-Drop. Aber ja, die Gegenstände für die Sammlung eben garantiert in diesen Containern erhalten sind. Ist nur eine reine Vermutung, aber das kennen wir ja schon aus der Vergangenheit von World of Warships. Ich hoffe mal, dass die Anzahl der Container, die wir in der Kampfauftragsreihe und im vielleicht kostenlosen Gefechtspass erhalten, ausreicht, um die Sammlung zu vervollständigen und wir nicht gezwungen sind, unbedingt Geld auszugeben. Ich drücke die Daumen, genau steht hier nicht mit dabei. Und bevor wir dann vielleicht doch in die Tasche greifen, sollten wir uns vielleicht mal damit beschäftigen, was der Kapitän denn überhaupt kann. Es ist ein einzigartiger Kapitän, dementsprechend haben wir verbesserte Fertigkeiten und einzigartige Talente. Und die sind einmal für den Flugzeugträger dabei, verbesserter Motorboost, 7,5% Wirkungsdauer des Motorboosts für Staffeln anstelle der normalen 5. Für Schlachtschiffe gibt es eine verbesserte Wachsamkeit, nämlich 35% Torpedoerfassungsreichweite anstelle der normalen 25%. Und für Kreuzer und Zerstörer gibt es die Verbrauchsmaterialverbesserung, 12,5% Wirkungsdauer von dem Verbrauchsmaterial anstelle der normalen 10% Erhöhung. Das waren jetzt die Fertigkeiten und jetzt kommen wir zu den Talenten. Und da gibt es die höchste Alarmbereitschaft, Verkürzung der Staffelvorbereitungszeit und der Ladezeit der Hauptbatteriegeschütze um 20% wird einmal pro Gefecht nach dem Erhalt der Errungenschaft Kampfspeer aktiviert. Das ist ja ein neuer Erfolg in World of Warships, wenn man besonders ja, viel gespottet hat für sein verbündetes Team. Dann gibt es die Talente Experte für Torpedoangriffe, erhöht die Torpedogeschwindigkeit um 5% und verkürzt die Abklingzeit des Verbrauchsmaterials Torpedonachladebeschleuniger um 25% und fügt diesem Verbrauchsmaterial eine Ladung hinzu. Das wird einmal pro Gefecht nach 6 Treffern mit Torpedos an Gegnerschiffen aktiviert. Also das ist nur einmalig möglich. Und dann gibt es noch die Notfallausrüstung, verkürzt die Abklingzeit von Verbrauchsmaterial um 6,5%. Und das ist jedes Mal nach Erhalt von 1,5 Millionen TP potenziellem Schaden so. Das heißt also, wenn wir 3 Millionen bekommen, dann haben wir dementsprechend schon 13% Verkürzung der Abklingzeit von den Verbrauchsmaterialien. Und so geht das immer weiter. Auf den nächsten Punkt, da haben wir relativ lange gewartet und viele von uns aus der Community haben gesagt, ey, die niederländischen Kreuzer, wir brauchen hier endlich eine Möglichkeit, U-Boote zu bekämpfen. Und mit dem Update 12.0 wird das dann möglich sein. Und zwar von T5 bis T10 werden die niederländischen Kreuzer dann mit Wasserbomben ausgestattet werden. Hier stellvertretend mal die Golden Löff aufgerufen. 5000 Alpha Damage. Wir haben 2 Ladungen und in jeder Ladung sind dann 4 Wasserbomben mit dabei, die wir abwerfen können. Der Schaden ist ordentlich. Mit 5000 ist das wirklich ein sehr hoher Schaden. Aber es sind eben nicht super viele Bomben. Dazu muss man aber auf der anderen Seite wieder sagen, auch der Luftschlag, der normale Luftschlag, kann gerade gegen auf Periskoptiefe getauchte oder aufgetauchte U-Boote halt auch einiges machen. Weitere Gefechtsmodi sind im Update 12.0 dann auch enthalten. So geht die gewertete Gefechtssaison 10 wieder los und endet dann mit dem Update, mit dem Ende des Updates 12.1.
wird im Format 6 gegen 6 gespielt, in der Bronzeliga auf T6, in der Silberliga auf T8 und in der Goldliga T9 und T10. Alle Schiffstypen sind erlaubt, außer U-Boote. In der Gold- und der Bronzeliga wird es wieder eingeführt, dass derjenige Spieler mit den meisten EP im Verliererteam seinen Stern behält. Und alle weiteren Informationen erhalten wir dann später, schreibt Wargaming. Ich habe jetzt nicht super viel Erfahrung mit den gewerteten Gefechten in der letzten Zeit. Vielleicht gibt es da irgendwelche Gründe für, dass sie den Stern wieder einführen. Sie hatten ja immer vor einiger Zeit rausgenommen. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Außerdem wird es wieder die Keilereien geben. Und zwar zwei Stück. Einmal vom 30. Januar bis zum 5. Februar auf T8 6 gegen 6. Nicht mehr als ein Flugzeugträger, nicht mehr als drei Schlachtschiffe, Kreuzer und Zerstörer und nicht mehr als ein U-Boot. Divisionen sind diesmal nicht erlaubt. Und im zweiten Brawl geht es dann vom 6. Februar bis zum 12. Februar 6 gegen 6 auf der Stufe 10. Und auch da nicht mehr als ein Flugzeugträger, nicht mehr als drei Schlachtschiffe, drei Kreuzer, drei Zerstörer, nicht mehr als ein U-Boot. Und auch da sind Divisionen nicht erlaubt. Jetzt möchte ich euch noch über ein paar weitere Änderungen und zusätzliche Inhalte berichten. Hier sehen wir jetzt die Prinz Eugen in der Mid-Autumn Festival Permanent Tarnung. Und die wurde optisch überarbeitet. Ich glaube, dass sie bei den Brückenaufbauten hier ein bisschen mehr Weiß reingebracht haben zum Beispiel. Aber nicht nur dieses Schiff, sondern eben auch die Warspite, die Dunkirk und auch bei der Kaga haben sie diese Tarnung anlässlich des Mondneujahrs überarbeitet. Ist ja hier auch sehr stark asiatisch angehaucht. Jetzt zeige ich euch extra nochmal die Flaggen, die wir hier an Bord haben. Denn Wargaming sagt selbst, dass sie hier das Verhalten der Flaggen realistischer haben gestalten wollen und das Beleuchtungsmodell jetzt auch angepasst wurde, sodass sie mehr nach Stoffflaggen aussehen. Dann werden neue Aufnäher hinzugefügt und zwar Double Flavor Hotpot, Braised Shrimps und noch ein weiterer Braised Fish. Das sind dann Aufnäher, die an so ein Kochevent erinnern. Ich glaube, das gab es in der Vergangenheit schon mal. Ist vielleicht für diejenigen, die sich mit Marinegerichte sehr gerne auseinandersetzen, eine interessante Sache. Ob es da irgendwie Videos zu geben wird und dann so eine kleine Auftragsreihe oder so, könnt ihr mir jedenfalls gut vorstellen. Dumpling ist eine neue Tarnung, eine verbrauchbare Tarnung, die mit dem Update 12.0 ins Spiel kommt. Und darüber hinaus gibt es Erinnerungsflaggen für Colossus, Illinois und Dyson. Und auch Errungenschaften sowie Erinnerungsflaggen an Eat Play Talk 2022 und dann Salamander und Hurricane Salamander. Ist aber immer noch nicht alles, denn sie haben das Interface und die Tooltips für gewertete Gefechte überarbeitet. Es wurde jetzt eine Mechanik hinzugefügt, durch die Spieler alle nicht abgeholten Belohnungen für Siege sofort erhalten können, wenn sie in einer Liga schnell Rang 1 erhalten. Außerdem wurde der Basisverdienst in Keilereien abhängig gemacht von der Gefechtsdauer. In kurzen Gefechten wird der Verdienst geringer sein. Im Vergleich zur vorangegangenen Version der Keilereien werden langwierige Gefechte einen größeren Verdienst gewähren. Diese Änderungen betreffen alle Formate der Keilereien, außer die Formate 1 gegen 1. Da sind die Gefechte ja quasi immer relativ zügig wahrscheinlich vorbei. Und dann gibt es noch einen ganz wichtigen Hinweis, gerade für die Errungenschaft Kampfspeer ist es ja wichtig, auf welchen Schiffen man welchen Spotting Damage gemacht hat. Und das ist jetzt eine Sache, die finde ich eigentlich ziemlich cool, so kann man nämlich nachher in dem ausführlichen Bericht am Ende eines Gefechts nochmal nachgucken, auf welchem Schiff habe ich welchen Spotting Damage eigentlich gemacht. Und zwar geht man dazu ins Statistikfenster, geht bei dem potenziellen bzw. bei dem Aufklärungsschaden rauf mit einem Mouse-Over und dann öffnet sich ein Untermenü und kann dann genau sehen, wie sich das verteilt. Auch bei den Superschiffen wird ein bisschen was gemacht. Hannover, Satsuma, Admiral Utschakov. Diese Schiffe, die haben ja diese Kampfanweisungen und da war es vorher notwendig, 12 Salven, also 12 Granaten eben in diese Bereiche reinzubekommen, damit die Kampfanweisungen auch aktiviert werden können. Jetzt werden in Zukunft 10 reichen. Bei der Satsuma wird dazu die Abklangrate des Fortschritts des Anpassungsfeuers dann eben erhöht, sodass man jetzt schon 20% verliert. Und so ist es eben auch, dass man jetzt nicht 50 Sekunden Zeit hat, bis dann angefangen wird, dass dieser Anpassungsfeuer beginnt abzuklingen, sondern nur noch 45 Sekunden. Und so ist das dann auch bei der Admiral Utschakov. Da waren es dann 60, das wird reduziert auf 50. Und die Abklingrate des Anpassungsfeuerfortschritts verringert sich von 16,7% auf 15% pro Tick. Also auch da werden ein paar Sachen angepasst.
An der Stelle auch nochmal der Hinweis, es werden wahrscheinlich auch Premium-Spezial- und Forschungsbaumschiffe mit dem Update 12.0 angepasst werden. Dazu gibt es ein separates Video bei uns schon auf dem Kanal. Findet ihr auch unten nochmal in der Beschreibung dann verlinkt. Ich persönlich erwarte dann auch ein paar neue Testschiffe, zum Beispiel eben die Panamericana, die wir dann vielleicht testen dürfen. Und dann den Flugzeugträger Colossus of T8, die Dyson als Schlachtschiff der Japaner. Könnte ich mir vorstellen, dass die dann auch als Testschiff mit auf dem Live-Server unterwegs sein werden. Und eine Sache ist euch jetzt vielleicht die ganze Zeit schon aufgefallen, aber ich habe noch gar nichts dazu gesagt. Die Versionsnummer von World of Warships wird sich mit dem ersten Update 2023 verändern. Vorher war das immer die Version 0.11.1 und so weiter. In Zukunft werden die Versionen quasi vorne die 0 verlieren und den Punkt. Und darum heißt das erste Update in 2023 dann eben 12.0 und geht dann weiter mit 12.1, 12.2 und so weiter. Nun habe ich euch alle Informationen, die zu diesem Zeitpunkt bekannt sind zum Update 12.0, einmal zusammengefasst. Ich hoffe, dass euch das gefallen hat, auch mit dem kleinen Gameplay-Eindruck vom Luftschiff-Event und so weiter. Wenn es so ist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir helft, den Algorithmus zu zeigen, dass dieses Video hier sehr informativ ist und vielleicht auch noch weiteren aus unserer Community helfen kann, indem man Daumen nach oben lasst, den Kanal kostenlos abonniert und die Glocke drückt für alle Benachrichtigungen, damit ihr keine zukünftigen Videos mehr verpasst. Empfehlt uns gerne weiter an eure Freundinnen und Freunde, die sich mit World of Warships beschäftigen. Wenn ihr mit dem Game anfangen wollt, haben wir da natürlich auch eine Hilfe unten in der Beschreibung drin. Das hilft euch gleich am Anfang ein bisschen mit Credits, Dublonen, Premium-Spielzeit und auch ein paar Schiffchen, die da mit dabei sind. Schaut da gerne mal rein. Ich wünsche euch jetzt ein wunderbares 2023 für euch und eure Lieben. Und ja, lasst uns einfach demnächst wiedersehen in einem YouTube-Video oder, wenn ihr möchtet, auch auf unseren Livestreams. Immer dienstags und samstags ab 20 Uhr für World of Warships. Bis dahin, euer Secrets-Team, euer Andi. Ciao, ciao.